Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW 25. Brand Trust Box Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Marktperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KW 25 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Ja, ich habe schöne Themen für euch vorbereitet und ich habe vor allen Dingen ja so einen gemeinsamen Nenner oder eine gemeinsame Klammer bei all den Themen gefunden, weil wir verzichten heute auf die Fundstücke, weil eigentlich alles, was ich gleich vorstelle, im weitesten Sinne ein Fundstück ist. Es geht nämlich sehr viel um Kampagnen und wie wichtig es ist, ja, Zielrichtungen oder Ziele bei Kampagnen sich vorzunehmen und nicht nur einem Selbstzweck zu folgen, zum Beispiel einen Award zu gewinnen oder einfach mal kreativ zu sein oder irgendwas so, wie gesagt, aus Selbstzweck zu machen, sondern wirklich damit etwas zu bezwecken und vor dem Hintergrund dieses Zwecks die Kampagne durchzuplanen und durchzudenken. Ja, darum wird es gleich gehen. Wir starten aber mit was ganz anderem, weil wir starten mit den Smalltalk News der Woche. Und da habe ich ja immer gesagt, es kann ja sein, dass ihr am Wochenende am Abendessentisch, am Frühstückstisch, wobei Frühstück wird bei dem Thema eher weniger der Fall sein, dass ihr so ein paar Themen braucht, worüber ihr euch unterhalten könntet. Und da könnte ja das Thema KI gerade etwas sein, was ganz, ganz präsent am Tisch ist. Und vielleicht habt ihr auch schon mal 275 Euro oder Dollar für Chicken Nuggets ausgegeben. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, dann könnte es daran liegen, dass ihr nicht bei einem amerikanischen McDrive wart, was ja in Amerika Drive-Thru heißt. Und dort wurde nämlich seit 2021 ein Experiment gemacht an 100 Stellen nämlich. Und zwar hat McDonald's gesagt, das könnte man doch mit KI digitalisieren. Das heißt, dass du mit so einem Chatbot am Drive-Thru sprichst und dann dort deine Sachen bestellen kannst. Und das wird jetzt zum Juni eingestellt, weil es hat anscheinend nicht ganz so zufriedenstellend geklappt. Man geht laut Analysten von einer Fehlerquote von 15% und 85% der Bestellungen waren eben erfolgreich, aber das ist anscheinend zu hoch für McDonald's, als dass es sich wirklich rechnet. Und man hat jetzt sich vorgenommen, das zu optimieren, weil man daran weiterhin glaubt, dass man dort noch Optimierungspotenzial hat. Und was bei den 15%, die schiefgegangen sind, jetzt ebenfalls ein Problem ist, und vielleicht hat McDonald's das auch deswegen eingestellt, war, dass es sehr viele Videos auf TikTok und Instagram gibt, wo man dann einige potenzielle Gäste sieht, die halt ihre Probleme mit dem Chatbot haben und das dann teilweise einfach dazu führt, dass der Chatbot zum Beispiel einfach für 275 Dollar Chicken Nuggets in den Warenkorb packt, obwohl so viele gar nicht bestellt wurden. Anscheinend hat der Chatbot nämlich Herausforderungen mit dem Dialekt und teilweise auch mit mehreren unterschiedlichen Stimmen. Und beim McDonald's McDrive kommt es ja ganz oft vor. Ich glaube, diese Situation kennt ihr auch, dass alle durcheinander quatschen. Hier noch ein Cheeseburger, da noch ein paar Chicken Nuggets und so weiter. Ja, und das hat anscheinend den Chatbot etwas herausgefordert. Von daher, man sieht hier KI natürlich weiterhin ein Thema, aber es wird nur auf so die ultimative Reife an den unterschiedlichen Kontaktpunkten gewartet bzw. darauf hingearbeitet. In dem Sinne, vielleicht viel Spaß bei McDonald's an diesem Wochenende. Und weiter geht's mit den Zahlen der Woche. Ja, und da gibt's mal wieder den spannenden Digital News Report von Reuters, die einmal im Jahr untersuchen, ja, wie steht's denn eigentlich um das Thema Nachrichten sozusagen? Wie sieht's mit der Vertrauenswürdigkeit aus? Wie werden die Medien dort genutzt? Und da möchte ich so ein paar Zahlen mal mit euch teilen, weil ein interessanter Punkt ist, der Nachrichteneskapismus hat ein leises oder knappes Ende vielleicht gefunden. Eskapismus einfach, das heißt also die Flucht vor den Nachrichten, weil einfach zu negativ, zu schlecht, falsch und nicht vertrauenswürdig etc. Da gab es nämlich letztes Jahr noch die Zahl, dass nur 52% der Nutzer und Nutzer eben an den Nachrichten interessiert seien und das ist jetzt leicht gestiegen auf 55%. Wie gesagt, deswegen so ein leichtes Ende vielleicht des Eskapismus hier. Interessant ist aber, dass knapp 2/3 der deutschen Internetnutzerinnen und Nutzer sagen, sie würden sich gerne von den Nachrichtenmedien eine vielfältigere Perspektivendarstellung erwarten. Allerdings haben nur 43% das Gefühl, dass diese Erwartung auch wirklich erfüllt ist. Das heißt, da also noch ein großes Potenzial und weiterhin würde man auch erwarten, dass man ja nicht nur schlechte Themen verbreiten würde. Und auch das ist also eine ganz klare Hoffnung, neben dieser Vielfalt einfach mal mehr für positive Nachrichten auch zu sorgen. Da haben ja auch einige Medien schon gegengesteuert sozusagen, indem sie jetzt auch so positive Newsletter zum Beispiel verschicken. Aber da ist ganz oft der spannende Fall, dass das nur einmal in der Woche verschickt wird, während die typischen Newsletter natürlich einmal am Tag oder sogar mehrmals kommen. Also das hier eine ganz klare Erwartungshaltung der Nutzerinnen und Nutzer. Interessant ist dann noch so eine, ja, vielleicht jetzt mal
totale Wachablösung, weil man hätte es ja vielleicht schon erwartet. Was ist denn das wichtigste Medium, wenn es um Nachrichten geht? Und das Interessante ist, da war bisher TV nach wie vor so die wichtigste Hauptnewsquelle und die wurde genau jetzt in diesem Jahr beim Reuters Report abgelöst von dem Thema World Wide Web. Also das heißt, Internet jetzt die wichtigste Quelle, wenn es um das Thema Nachrichten geht, laut dieses News Report von Reuters. Auf Platz 3 und 4 kommt übrigens Radio mit 12% und dann Print erst mit 6%. Und interessant ist übrigens grundsätzlich, dass der Reuters News Report darauf kommt, dass das allgemeine Vertrauen in Nachrichten stabil bleibt. Da habe ich jetzt keine Zahl gefunden direkt, das hat mich aber schon ein bisschen überrascht, dass man überhaupt von Stabilität spricht, weil da sprechen ja andere Reports ja durchaus eine andere Sprache. Das heißt, dass die Vertrauenswürdigkeit in Nachrichten durchaus sinkt aktuell. Und was man aber dazu sagen muss, wo man dann schon so ein bisschen dieses fehlende Vertrauen spüren kann, ist einfach, was die Vertrauenswürdigkeit von sozialen Medien angeht, weil da haben die Internetnutzerinnen und Nutzer, die hier in dem Report untersucht wurden oder befragt wurden, schon gesagt, dass gerade auf TikTok, auf Instagram, dass dort das ein oder andere Mal durchaus hinterfragt wird, was wird denn da verteilt, ist das wirklich glaubwürdig, ist das echt, sind das Fake News und so weiter. Und auch das Thema KI würde etwas weniger Vertrauen kreieren, als man vielleicht denken würde. Das heißt also, dort sind einige sehr, sehr skeptisch, was KI mit den Nachrichten bzw. den Medien machen würde. Und auch dort könnte deswegen die Vertrauenswürdigkeit etwas sinken. Ja, also spannend auf jeden Fall dieser News Report, insbesondere das Thema Hauptnewsquelle und eben was die Erwartungshaltung der Menschen sind, wenn es um Nachrichten geht, nämlich mehr Vielfalt und mehr positive Nachrichten. Und jetzt kommen wir zu den Marketing-Themen der Woche. Und da, wie gesagt, mit einem Fokus auf unterschiedliche Kampagnen. Und da starten wir mal mit Perplexity. Ja, Perplexity.ai ist die selbsternannte Antwortmaschine. Sehr schöne Positionierung, wie ich finde. Und ist ja durchaus ein gewisser Konkurrent von Google, zu dem sie sich hier zumindest gerade aufschwingen, haben noch deutlich weniger aktive Monthly User. Auf jeden Fall liegt so knapp bei 15 Millionen aktiven monatlichen User. Das heißt, das ist man weit weg von Google. Aber die Idee von Perplexity.ai ist, es ist natürlich eine KI-gestützte Technologie, die das Ziel verfolgt, dass du eine Frage stellen kannst an diese künstliche Intelligenz und diese künstliche Intelligenz durchsucht dann das Netz, gibt dir aber dann direkt eine konkrete Antwort und zwar im Vergleich zu ChatGPT nicht einfach irgendeine vermeintliche Halluzination, sondern eine direkt quellengestützte Information. Und deswegen eben auch selbsternannte Antwortmaschine, wie gesagt, keine Suchmaschine, sondern Antwortmaschine. Und genau das ist jetzt auch die Idee von Perplexity.ai, sich deutlich gegen Google zu positionieren und deutlich zu machen, ja, bei uns kriegst du Antworten, während bei Google einfach erstmal suchen kannst und dann selber qualifizieren musst, was ist denn da die beste und richtige Antwort. Und jetzt ist spannend, dass diese Technologie Perplexity jetzt in immer mehr Sprachen auch verfügbar ist. Koreanisch, glaube ich, jetzt dabei, Japanisch dabei und eben auch Deutsch. Und genau Perplexity nutzt jetzt so ein bisschen den Nährboden in Deutschland mit der M, also die Stimmung hier und so weiter und auch so ein bisschen diese, ja, ich sag mal, diesen Medienfokus, den man vielleicht auf Deutschland aufgrund der M auch gerade hat, dass man gesagt hat, jetzt möchte man eigentlich diesen Nährboden nutzen, um sich selber auch bekannter zu machen. Und das macht Perplexity mit einer ganz spannenden Kampagne, indem sie nämlich an unterschiedlichen Städten beziehungsweise auch im Netz einfach so Fragen mal offenlegen, wo sie die Antwort nicht geben, aber natürlich versprechen, dass du die Antwort bei Perplexity bekommst. Wenn du in Städten wie zum Beispiel München oder Berlin bist, kannst du auch an den Plakaten, die dort ausgehangen sind, mit Hilfe eines QR-Codes dann die Antwort direkt auch bekommen. Das heißt, dass man setzt hier ganz klar auf Neugierde und so ein bisschen auf diesen Drang von Menschen, einfach Wissen für sich auch zu konsumieren. Das heißt, dass man jetzt Perplexity vielleicht mal in dem Zuge ausprobiert und dann mal wirklich vielleicht auch merkt, ja, das ist diese selbsternannte Antwortmaschine. Und das Spannende, wie ich finde, zum Thema, ja, was ist der Zweck von dieser Kampagne? Das Interessante ist, Perplexity ist in den USA schon sehr erfolgreich. In den anderen Ländern ist der Bekanntheitsaufbau gerade noch so in der Entwicklung. Und genau darauf reagiert Perplexity mit einer sehr stimmigen und konsistenten und sehr, ja, logisch gedachten Kampagne, wie ich finde, weil sie eben zum Beispiel in den USA wirklich so von der Reife her viel weiter sind. Und da ist jetzt gerade wirklich so eher das Thema, ich sag mal, Attraktivitätsaufbau, auch deutlich machen, welcher Sinn steht dahinter, welchen Purpose verfolgen wir und so weiter. Also hat man so einen 3-minütigen Film sogar jetzt gemacht, der natürlich sehr, sehr hochklassig gemacht wurde. Und hier in Deutschland geht es eben, wie gesagt, viel mehr um das Thema Bekanntheitsaufbau und auch deutlich machen, ja, wer oder was sind wir und was bieten wir eigentlich. Das heißt, man sieht da einfach den Unterschied zwischen den beiden Ländern, USA versus Deutschland, dass man da jeweils mit einem unterschiedlichen Approach starten muss. Klingt wie der No-Brainer. Für mich ist nicht unbedingt immer No-Brainer, weil man sieht bei einigen Kampagnen,
Funding kommen wir später noch dazu, dass nicht jeder immer so zweckmäßig wirklich über das Ziel der Kampagne nachdenkt und sich dann daran sozusagen anschmiegt, wie denn diese Kampagne umgesetzt werden muss. Auf jeden Fall hier eine sehr schöne Kampagne, die übrigens auch natürlich, wie ich vorher schon gesagt habe, mit der EM aufgeladen ist, weil es gibt zum Beispiel so Fragen, wie ist denn Ter Stegen, also Marc-André Ter Stegen, einer unserer Torhüter, wie ist der denn zu so einem guten Fußballer geworden? Oder es gibt auch irgendeine Frage, die ich jetzt gerade vergessen habe, zu Niklas Füllkrug. Naja, also da sieht man auf jeden Fall, dass, wie gesagt, über diese Neugierde Perplexity in Deutschland bekannt und attraktiv werden möchte und man, wie gesagt, einfach den Unterschied sieht zwischen den unterschiedlichen Ländern. Das heißt, hier klares Ziel und sehr gut umgesetzt. Ich bin sicher, dass hier die Ziele auch erreicht werden bei Perplexity AI. Und dann kommen wir zu WhatsApp, die auch eine Kampagne gemacht haben. Und jetzt werdet ihr euch denken, hä, WhatsApp, warum brauchen die denn eine Kampagne? Die sind doch total bekannt. 60 Millionen Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland bei ja knapp 83 Millionen Menschen, die in Deutschland leben. Ist das mal eine ziemlich große Nutzungsrate auf jeden Fall. Und jetzt kommt aber der Punkt. Es geht natürlich nicht um Deutschland, sondern es geht um die USA, weil dort hat WhatsApp nach wie vor Potenzial, interessanterweise. Dort nutzen nämlich nur knapp 75 Millionen Menschen WhatsApp und das ist bei 330 Einwohnern und Einwohnern natürlich noch ein großes Potenzial, was man dort hat. Und genau deswegen startet WhatsApp dort eine ja Bekanntheitsimage, wie auch immer ihr diese Kampagne nennen mögt, und zwar auf eine sehr spezifische, ich finde auch in gewisser Weise authentische und vor allen Dingen lustige Art und Weise, weil man reaktiviert dazu den Cast von Modern Family. Modern Family ist eine ja sehr bekannte und erfolgreiche Sitcom gewesen, die 2020 ausgelaufen ist und man hat jetzt ja 2024 den Cast oder einen Teil des Casts dort wieder reaktiviert und praktisch wirklich ja so realistische Szenen aufgenommen, wie man es von Modern Family auch kennt, wo die Familien dort ja so ein bisschen über ihr Nutzungsverhalten von Chats und von Familienchats insbesondere reden und sich der ein oder andere zum Beispiel ausgeschlossen fühlt und die Kinder sich nicht mehr melden und so weiter. Und es ist einfach so das Gefühl, man guckt wirklich eine Modern Family Folge, deswegen sage ich eine gewisse Authentizität, weil der Cast natürlich wie eh und je einfach seine jeweiligen Rollen auch erfüllt und wie ich finde auf eine sehr, sehr sympathische und wie gesagt, irgendwie auch quasi authentische Art und Weise einfach Werbung für WhatsApp macht. Also diese Kampagne, wie ich finde, sehr gut gemacht und sehr spezifisch auf den amerikanischen Markt zugeschnitten. Das heißt, auch hier seht ihr den klaren Zweck und die Unterschiedlichkeit sozusagen im Approach zwischen den Märkten. In Deutschland brauchst du keine Kampagne mehr für WhatsApp, da verteilt sich das automatisch, in USA schon. Und dann holt man sich natürlich eine spezifische Kampagne bzw. kreiert eine spezifische Kampagne, die sicherlich auch hier sehr erfolgreich sein wird, meiner Meinung nach. Sehr schön gemacht auf jeden Fall von WhatsApp zusammen mit Modern Family, also guckt es euch an, weil wie gesagt, für alle Modern Family Fans, die werden da die Rollen wiedererkennen, die natürlich von den jeweiligen Schauspielern und Schauspielern toll umgesetzt wurden. Dann kommen wir zur nächsten Kampagne, die ist über Samsung Galaxy und zwar das S24 Ultra, was eine sehr gute, starke KI-Schnittstelle hat. Und dazu hat man niemand Geringeres als den ehemaligen Fußballstar und Stürmerstar Ailton verpflichtet. Und jetzt könnte man sagen, wenn man vielleicht Ailton auch sagt, dann spürt ihr und hört ihr raus AI. Und das ist genau auch eine der Ideen von dieser Galaxy-Kampagne von Samsung, weil man nämlich Ailton auch sozusagen das Thema KI erklären lässt. Also Ailton erklärt AI, sehr lustig gemacht auf jeden Fall. Und Ailton spielt da auch sozusagen sich selber sehr authentisch und macht das zusammen mit einer Influencerin, dass er sozusagen die Vorzüge von KI vorstellt, in Verbindung natürlich mit dem Samsung S24 Galaxy Ultra heißt es, glaube ich. Und was ist die Idee hinter dieser Kampagne und wird sie vor allen Dingen erfüllt? Ich weiß nicht genau, ob das die Idee hinter der Kampagne ist, aber ich interpretiere daraus, dass man versucht, das S24 in die Mitte der Gesellschaft, in die Masse zu bringen. Dazu nutzt man auf der einen Seite einen Kontrast mit einer Influencerin und auf der anderen Seite natürlich einer Ailton, der älteren Menschen, ich sag mal, oder mittelalten Menschen in Deutschland auf jeden Fall ein Begriff sein sollte und der natürlich eine unglaubliche Bodenständigkeit und Sympathie mit sich bringt. Das ist so ein bisschen so das Gefühl, was dann so entsteht, naja, wenn Ailton künstliche Intelligenz nutzen kann, dann kann das vielleicht auch jeder und wenn Ailton sich für ein Samsung Galaxy interessiert, dann ist das vielleicht auch für mich so eine Idee. Und deswegen vermute ich, dass da einfach Samsung diesen Massen-Approach verfolgt und deswegen sagt, naja, wie gesagt, wir nutzen hier zwei Kontraste, Influencer versus ehemaligen Stürmerstar und versuchen natürlich auch den Nährboden EM, also Fußball, auch zu nutzen, indem wir jetzt einen Fußballstar hier als Testimonial verfolgen. Also klare Zielsetzung weiß ich nicht genau, dazu weiß ich zu wenig über Samsung und das S24, aber wenn man das interpretiert, dann hoffe ich zumindest, dass das die Idee ist. Wenn ja, dann wird auch diese Strategie sicherlich in gewisser Weise aufgehen.
Dann kommen wir von Galaxy zu Galaxus. Und Galaxus ist ein Online-Shop, wie ich mir jetzt habe sagen lassen, von niemand geringerem als Lukas Podolski, auch ehemaliger Stürmerstar und natürlich ja Fußballlegende in Deutschland. Und Lukas Podolski steht natürlich für gewisse Themen, wie zum Beispiel ja eine sehr große Bodenständigkeit, eine Authentizität, eine Ehrlichkeit. Ja, irgendwie so, der sagt halt das, was er denkt, mehr oder weniger. Und das ist jetzt lustig gemacht worden von diesem Online-Shop Galaxus, der nämlich sich selber als der ehrliche Online-Shop bezeichnet und deswegen mit Lukas Podolski einige von solchen ja kurzen Videos gemacht hat, wo Lukas Podolski wirklich so spielt, wie man ihn einfach kennt, sozusagen ganz, ganz authentisch, ganz bodenständig sagt, mehr oder weniger gefühlt das, was er gerade denkt. Die haben darauf gehalten und haben, glaube ich, gefühlt jede Aufnahme genommen, die da irgendwie kreiert wurde, weil es einfach ja diese Authentizität und diese Ehrlichkeit auch kreiert, die vielleicht auch nur Lukas Podolski auch spielen kann. Von daher ein großer Markenfit zwischen dem vermeintlichen ehrlichen Shop Galaxus und Lukas Podolski. Nutzung von AM ist auch dabei, also das heißt, das passt da alles, da schon mal große Haken da dran, was ich extrem schade finde. Und da muss ich dann sagen, da hat vielleicht Galaxus, na wie soll ich sagen, so den letzten Punkt nicht direkt durchdacht. Ich persönlich kannte Galaxus nicht. Jetzt werden natürlich einige neben mir auch Galaxus kennenlernen. Und auch diese Positionierung des ehrlichen Online-Shops, die wird natürlich auch da sehr gut vermittelt. Das Problem ist nur, sie lösen weder durch Podolski noch durch die Kampagne selber auf, warum sind sie denn der ehrliche Online-Shop? Und das fand ich ein bisschen schade, warum man da nicht so einen Fakt oder eine Spitzenleistung mit reingebracht hat. Ja, wir sind der ehrliche Online-Shop, weil wir das und das machen. Weil das musste ich mir gestern dann selber erarbeiten, bin dann netterweise auf Galaxus gegangen, habe es mir mal angeschaut, habe mich durchgeklickt, bin wirklich auf Über uns gegangen, habe es mir dann durchgelesen und dann musste sie mir sozusagen selber interpretieren und für mich auch ja einfach so erklären, warum denn Galaxus dieser ehrliche Online-Shop ist. Und das ist so eine ja ein ganz, ganz kleiner Hack, den sie hier so außen vor gelassen haben, einfach zu überlegen, wie laden wir denn diesen erstmal, sag ich mal, nichtssagenden Claim, der ehrliche Online-Shop, wie laden wir den vielleicht direkt in der Kampagne auf? Weil dann wäre vielleicht so dieser Connex noch besser gewesen, dass man auf der einen Seite die Marke kennenlernt, dann plus Lukas Podolski jemanden nutzt, der das auch sehr schön verstärkt und drittens, dass man direkt auch erklärt, warum wir denn der ehrliche Online-Shop sind. Das heißt, wir lassen hier den Nutzer oder den Konsumenten, die Konsumentin nicht im Nebulösen stehen. Weil wenn man dann auf Galaxus geht und die Aufmerksamkeitsspanne und dieses Involvement bringen wahrscheinlich nur ich mit, dann sieht man so ein paar Leistungen und Fakten, wie zum Beispiel, dass man sehr unabhängig ist, was Kritiken angeht von Produkten und so weiter im Magazin. Also sind ein paar Leistungen im Hintergrund bei Galaxus, die man hätte jetzt hier sehr schön vermitteln können. Also da auf jeden Fall eine gute Idee, fast zu Ende gedacht, da fehlen so die letzten 10-15% bei Galaxus, wie man vielleicht diese Kampagne hätte noch besser machen können. Und dann kommen wir zum letzten Punkt beim Thema ENBW, also dem Energieversorger und Dienstleister. Der hat nämlich auch ja KI jetzt genutzt und zwar für eine sehr lustige, coole Kampagne. Ich habe sie selber auch angewendet. Und zwar nutzen sie natürlich auch die EM. Und zwar nutzen sie so ein bisschen den Punkt, dass man beim Fußball ja immer auch selber so ein bisschen als Trainer und Bundestrainer auftritt. Und dazu kannst du auf einer Webseite, auf einer Landingpage von der ENBW selber ein Bild hochladen und das wird dann mittels KI zu einem gewissen Trainertyp umformuliert. Das heißt, du kannst der chaotische Kulttrainer sein oder du kannst der Laptop-Trainer sein oder du kannst auch der emotionale Kumpeltyp sein. Da gibt es sozusagen vorgefertigte, ja ich sag mal KI-Module und dein Bild wird dann entsprechend dieses Trainertyps, den du dann ausgewählt hast, dann entsprechend umgewandelt und zu einem Trainerbild gemacht. Irgendwie lustige und gute Idee von der ENBW, beziehungsweise die nennen sich hier auch dann Team EMBW und das hat natürlich sehr viel Bekanntheit zur Folge, weil ich glaube, es gibt anscheinend sehr, sehr viele Leute durch Zahlen gestützt, die dieses KI-Modul genutzt haben und vielleicht auch hier und da geteilt haben. Was mir aber auch bei dieser Kampagne so ein bisschen fehlt, ist, worum genau geht's denn eigentlich? Will ich jetzt nur Bekanntheit aufbauen oder will ich einfach nur so ein bisschen für einen Aufreger, einen positiven Aufreger im Netz sorgen? Das wird mir hier nicht ganz klar und auch da sehe ich so ein bisschen Potenziale, die eben nicht genutzt wurde bei der NBW und zwar einfach die Antwort auf die Frage, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn ich die ENBW kenne sozusagen? Und da fehlt mir auf der Landingpage einfach so der nächste Hook, wenn du dein Bild bekommst, geh hier und schließ einen Vertrag ab oder, keine Ahnung, informier dich zu unseren Themen oder schau dir unseren Purpose an. Also da habe ich so den Eindruck, ja, Bekanntheit aufgebaut, aber was ist da eigentlich die Folge? Und auch da habe ich so den Eindruck, dass die letzten 10-15% vielleicht auch fehlen. Naja, also auf jeden Fall das hier, wie gesagt, 5 Kampagnen, wo man sehr schön sehen kann, was ist der Zweck und wurde dieser Zweck im Optimalfall auch
wirklich erfüllt. Nicht in jedem Fall, wie ihr gerade schon gehört habt, aber das kann man vielleicht so ein bisschen daraus lernen. Also wenn ihr demnächst Kampagnen verfolgt oder kreieren wollt, wenn ihr Budget übrig habt, macht euch genau Gedanken, welchen Zweck wollen wir erfüllen, was müssen wir denn eigentlich machen, wo steht unsere Marke auch gerade und denkt von dieser Prämisse aus, wie diese Kampagne am Ende aussehen sollte. Das war das Kern-Learning für diese Woche. Und in dem Sinne vielleicht viel Spaß bei Chicken Nuggets im Wert von $275 oder Euro oder wie auch immer. Oder ja, habt einfach ein schönes Wochenende auch gerne ohne McDonald's. Natürlich mit einem Sieg der deutschen Nationalmannschaft am Sonntag. In dem Sinne, schönes Wochenende, einen guten Start in die nächste Woche. Macht's gut, bis dann. Ciao.